Es ist soweit. Und zwar, wir bereiten uns gerade vor für unseren Trip in die Berge in Tirol. So, es geht los. Ich habe den Rucksack mit und die Schuhe. Und, schau, meine Frau, soll einer sagen, meine Frau ist nicht stabil. Ah, Michi. Schau mal her. Was? Voll gepackt, sehr gut. Auto ist voll. Das wird spannend, wie wir das Ganze dann auf den Berg raufbringen. Drogen? Mhm. Du bist ja stabil, oder? Ja. Und ich ja? Ja. Weißt du? Dann ziehen wir in den Krieg. Let's go, let's do it. Umgezogen, startklar. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Bist du bereit? Yes. Ja, also, Rucksack, ist voll. Fernglas, Sony, Handy. Schließen. Ja, und du? Tasche. Oh. Umgezogen. Let's go. Sehr stabil. Pippi ist auch mit. Da oben waren wir auf der Hütte was essen gerade. Also ein Kaffee trinken eigentlich. Ne? Oh. Ja, Leute. Also, wir müssen jetzt 250 Meter weit runter. Das schaut gut aus. Ja, das ist ein guter Bord. Ja, und dann müssen wir 1,5 bis 2 Stunden gehen. Damit wir dann in völliger Abgeschiedenheit dahin fristen können. In einer Selbstversorgerhütte sammeln. Selbstversorger sind wir. Und wir haben kein Brot gekauft. Wir haben kein Brot gekauft, ja. Das war klar, dass uns das Vollmeier macht wieder. Aber ja, wirklich. Egal. Es ist jetzt schon richtig geil. Na? Nein. Es regnet zwar ein bisschen, aber es gibt sicher Schlimmeres. Es ist weniger geworden, ja. Also da ist unser Durchgang. Hoffentlich passt man da durch. Schau mal. Da passt man ja nicht durch. Also, wie soll denn das gehen? Ah. Okay. Sloppy. Ich wollte da durchgehen. Naja, man will ja alles richtig machen, ne? Deswegen. Deswegen hast du mich. Das war der erste Fail, ja. Okay. Ja, dann starten wir mal, ne? Ja, wir sind jetzt circa eine Dreiviertelstunde unterwegs. Hat man den Pulli schon ausgezogen, es ist sehr warm. Aber die Eindrücke hier sind abnormal. Es ist unglaublich, einfach unglaublich. Unfassbar. Frage. Ja. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Und überall von kommt da Wasser runter, auch von dort oben, also wilder Bach unten. Voll geil. War Hummelberg.
Ja, das schmeckt wirklich nach Wasser. Boah. So, machen wir kurz Pause. Plötzlich, ohne Rucksack, das ist so wie unglaublich eigentlich. Aber da kommt der richtige Stirnacken. Wie geht's dir? Ja, also jetzt schon sehr, sehr schwer anstrengend. Ja. Schau mal, wie hoch wir schon aufgegangen sind. Das sieht man jetzt von da gar nicht. Ja. Wie die. Aber. Das Rucksack. Und ich auch am Durchdrehen. Ein schönes Stückchen. Ja, das ist ein schönes Stückchen, ja. Für das, man muss ja auch sagen, dass wir ungeübt sind in sowas. Das kommt auch noch dazu. Wenn man das eben öfter macht, ist ja was anderes. Ja. Aber wir machen das ja eigentlich zum ersten Mal. Sowas ja. Extremes. Ja, ne? Das stimmt. Aber es ist fantastisch. Ja. Oder? Unglaublich. Und besser als zu Hause sitzen, das einmal auf jeden Fall. Aber ich bin ja dankbar, dass du das echt mit mir mitmachst. Ja, aber sonst glaubt man sicher. Ja, du warst nun mal immer so dagegen. Nein, das macht mir auch Spaß, sowas. Schon Peppi. Ja, da will ich den Rucksack umhängen. Der eskaliert komplett. Da denkt sie, ey, ich trage euch den Rucksack. Geht weiter. Schau mal, der Nebel. Wow. Mystisch, oder? Ja. Was sagst du bis jetzt? Bis jetzt ist es unglaublich. Nein, es ist wirklich, jede Sekunde ist hier zum Genießen. So viele spektakuläre Momente, die habe ich die letzten 4 Monate nicht gehabt. Du hast ein bisschen Angst, Mische? Ja. Wir sind wirklich cool. Auf einmal verzieht es. Verzieht es sich komplett, ne? Und wir wissen noch nicht, wo die Hütte ist. Übrigens, unsere Wanderschuhe, ja. Nicht empfehlenswert. Michelle hat schon Angst, wo plötzlich der Nebel kommt. Das ist dann jetzt, glaube ich, mitten im Wetter, oder? Das Einzige, was wirklich gefährlich ist, dass ich die Axt im Auto lassen habe und falls ein Bär kommt, ich ihn nicht damit töten kann. Das ist das Einzige, was wirklich gefährlich ist. Also bleibt's auf dem Ball. Bleibt's auf dem Ball. Bleibt's am Ball, let's go! Um das Ganze hier ein bisschen zu realisieren, die letzten paar Tage hat es hier extrem gestürmt. Und wenn es schaut, die ganzen Bäume hier hat es ausgerissen. Ja, da haben die Förster auf alle Fälle genug Arbeit für die nächsten paar Monate. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich denke schon, ne? So, da kommen wir der Sache jetzt schon näher. Dort ist eine Hütte, ich weiß nicht, ob ihr das erzählt. Vielleicht ist es das schon. Nein, das ist nicht unsere. Ist nicht unsere? Nein. Oh. Wir gehen jetzt mittlerweile 1,5 Stunden, haben wir den Pullover wieder angezogen, weil der Nebel gekommen ist. Und ihr werdet es nicht glauben, 5 Minuten später ist die Sonne wieder rausgekommen und jetzt schwitze ich wieder wie ein Bekloppter. Aber naja,
Was soll's? Wir wollen ja nicht krank werden. Meine Frau, die ist wirklich extrem stabil. Rucksack hat 20 Kilo, marschiert als wäre nichts. Aber ich bin echt schon erledigt. Bist du schon erledigt, Michi? Ja, bist du schon, ja. Also die Hitze. Hitze auch, gell? Schwitzen, ja. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, oder? Ja, fix. Schwiegermutter hat uns noch gestern, na heute in der Früh war es, eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Bild, wo einer oben sitzt und jodelt. Ich habe gesagt, wenn ich oben bin, werde ich dir einen Jodler runterschicken. Mal einen Vorgeschmack. Ora la Rio! Rio! Yalla, ora ri ri ri! Schuchplatteln! Ja! Na, was für Schuchplatteln? Schuchplatteln! Geht schon! Hupfen! Ja, freilich, hupfen! Wo hast du das gelernt? Damals, anno 1943. Wo du ja schon Bergsteiger warst. Bergsteiger-Profi war ich. Mit vielen anderen Kameraden. Viele gibt es heute nicht mehr. Ich bin noch da. Darüber okay. Kann sich die Welt erfreuen. Alhamdulillah. Na, Hubert von Golsan kennt jeder, oder? War ich schon sehr nah dran. Sehr nahe. Sehr nahe. Also Sissi, diese Jodler waren nur für dich. Dass du Bescheid weißt. Jodalari! Schau, wie lang der ist. Da sucht ein Märchenwirt. Denk mal, ist das so ein Steckerl im Wind? Das ist alles, ich schwör das. Super, einfach mal reingreifen. Boah. Fantastisch! So. Neue Bamberger Hütte. 5 Minuten. Schauen wir weiter, ne? Ja. Ja. Es verzieht sich das Wetter ein bisschen, aber wir sind fast am Ziel. Fast. Unglaublich! Wir haben sogar extra einen Steg für uns gebaut. Schau dir das an. Ich fühle mich gleich erst. Na, ja. Unglaublich! So, soll noch einmal was sagen. Noch einmal will ich was hören, dass wir faul sind. Ja? 1756 Meter sind wir hochgeklettert. Und wir sind noch nicht am Ziel. So. Erster Versuch. Es könnte sein, dass das die Hütte ist. Da vorne. Es könnte sein. Unglaublich! Amische! Wenn es das ist, ist es tatsächlich unglaublich. Schau mal, oder? Schau mal. Ja, wir haben das Ziel erreicht. Was, Michi? Ja. Unglaublich, was? Unglaublich. Unglaublich! Und ja, so
Gehen wir mal zu. Ja Leute, Ziel erreicht. Wie lange waren wir unterwegs? Ich bin jetzt. Schau mal. Lang genug auf alle Fälle. Viertel drei sind wir weggegangen, jetzt ist es fast Viertel sechs. Viertel drei, Viertel vier, Viertel fünf, Viertel sechs. Drei Stunden. Drei Stunden. Wir sind gemütlich. Gemütlich, aber mit vollem Gepäck beide. Und haben eine Pause. Stabil. Eine Pause haben wir gemacht. Eine Pause mit 10 Minuten. Ja, wir sind öfter stehen. Weiter! Handela! Peppi kann es gar nicht glauben. Na bitte, wie geil! Komm, Bibi! Ja, super! Ja, Leute! Roswildalm 1790 Meter. Stickerl würde es noch raufgehen. Das können wir morgen machen. Können wir morgen mit dem Zug zum Arsch. Schau, schau. Einmal aufsperren. Okay. Nehmen wir mal daher. Ist das elektrisch? Nein. Ich lasse dich mal vorgehen. Gedacht haben wir auch, sehr gut. Ja, schau. Aha. Aha. Ja, das ist ja Männeraufgabe. So. Okay. Joi. Pass auf, das ist der Peppi. Nicht zu viel. So. Warte mal. Oh, mach mal nicht. Aha. Ja, das geht schon, okay. Licht geht. Okay, gehen wir mal rauf oder bis da mal schauen? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Wow. Nein. Joi! Bist arg! Schau mal das an! Ja, wild! Das ist ja richtig geil, oder? Absperrventil vom Gas, okay. Ja, weil es steht, wir sollen nicht die Lampen vom Gas auftragen. Nein, wir drehen gar nichts auf vom Gas. Da schau her. Dusche sogar. Dusche. Ja, die brauchen wir heute dringendst. Schau. Aha, Küche. Oder was? Ja. Küche. Leicht mal, ich sehe gar nichts. Jetzt schau, da ist eine Kerze. Kerze ist da. Da ist Kaffee, schau. Da kann man sich hersitzen. Alles mit Fell. Baby. Wie der da oben kommt, weiß ich dann auch nicht. Also da sind auch noch Schlafräume. Ja. Mach schon, das sind nur für Spiele. Schau mal hier. Da schlafen wir, oder? Ja, schlafen wir, ja. Unten, das ist der Hobbyplatz, sonst ein bisschen. Voll cool, oder? Nur jetzt ohne Rucksack gehe ich wie auf Wolken. Boah. Ich glaube, es ist auch ein Schlafdings, oder? Auch noch Schlafzimmer. Ja, sind ja eigentlich ist die Hütte für 8 Leute, weißt du? Also konnten eigentlich 8 Leute da sein. Na, voll geil. Kann ich, was bricht das eh nicht? Nein, nein, das hält schon. Aha, cool. Ah, das ist. Schau dir das an. Schau dir das an. Das ist ein Wahnsinn. Das lohnt sich.
Haferflocken, gute Idee. Rinden drüber. Du hast zu lange gefärbt, sag ich schon. Aha. Muss man da jetzt in der Ventile auftragen oder so? Na, wenn man da erinnern, ja, dann braucht man gar nichts auftragen, Schatz. Oh, die sind zu groß. Lampe nicht verbinden. Aber die Trimmer sind viel zu groß, weißt du? Ich weiß nicht, wie die einheizen will. Das geht. Einheitsmeister Nummer 1, als hätte ich das drauf. Ja, ja, Schatzl, sicher kenne ich mich aus. Hast du es eh alles gut gelesen? Alles super gelesen, ja. Schatzl, ernsthaft, da steht irgendwas mit den Ventilen und so. Wo? Beim Heizen? Scheiße. Bei meinem Heizen steht gar nichts für Ventile. Schon alleine, nur wegen diesem Geräusch, lohnt es sich, hier zu sein. Wer kennt das Geräusch nicht? Da kommen Erinnerungen hoch, ich glaube bei jedem von uns.